Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video. Heute mit Crow. Mal wieder wird jetzt auch in Zukunft wieder sehr viel von kommen. Ich weiß, manche freuen sich, manche denken sich, Junge, der kann nur Crow. Aber ja, ist halt so. Mit Da Juan. Oder wie auch immer der damals hieß. Ich weiß, dass er heute Danju heißt. Ich habe ja ein bisschen schlauer gemacht. Mit unserer Jugend. Keine Ahnung, ist ein sehr alter Song, da der Name noch nicht Danju ist. Aber bin sehr gespannt, war auch wieder ein Vorschlag von euch. Vielen Dank dafür. Ich versuche auf jeden Vorschlag irgendwie eine Reaction zu machen. Ihr seht auch, wenn ich dann darunter schreibe, manche habe ich schon gehört, dann will ich keine neue machen, wie zum Beispiel bei 5 Minuten von Crow an Mike Kantereit und Trettmann, glaube ich, oder von wem auch immer der Song ist, habe ich schon so oft gehört damals, wo er rausgekommen ist, dann danach höre ich so ab und zu noch, weiß ich jetzt nicht, ob das dann noch was bringt, so eine Reaction dazu zu machen, aber sonst, zum Beispiel so ein Song, der viel älter ist, könnt ihr mir gerne drunter schreiben, höre ich mir gerne an. Und auch andere Sachen, irgendwie andere Künstler gerne immer drunter schreiben. Wisst ihr ja, was erzählt das einfach? Wir gehen jetzt rein in unsere Jugend und let's go. Ja, okay. Das ist wirklich, das ist auch meine Jugend. Also Real Talk, das ist auch meine Jugend. Yeah, unsere Jugend verbraucht. Ständig zu oder drauf. Von wo geht's eigentlich hin? Kein Plan, ob links oder rechts, ist noch scheiße. Egal, ja, denn wir leben in den. Der Anfang. Also für mich sind solche Songs immer Anfangssongs. Du hast ein Beat oder eine Melodie, die von irgendwo geklaut ist, sage ich jetzt mal. Ein bisschen verändert wurde, vom Rhythmus her, blablabla. Und dann hörst du halt, wie Rapper halt anfangen. So. Das hört man einfach. Es ist Offbeat, es ist, ja, die Betonung. Tag, denk nicht viel nach, es geht immer nur um Spaß. Denn wir sind immer doch noch Kids, blablabla, wir labern oft nur Mist. Und es bleibt so hoffentlich nicht, denn auch meine Mama denkt sich oft nur noch Shit. Und ich gebe mir trotzdem keinen Fick, mache was ich will und es ist schon so richtig. Yeah, ich weiß nicht. Aber ich muss halt auch wirklich sagen, das liegt auch bei mir daran, dass dieser, ich weiß gar nicht von wem, was für ein Lied, was für ein Song das nochmal ist. Aber diese Melodie da im Hintergrund, die ist für mich einfach Tomorrowland, Aftermovie, keine Ahnung welches. Aber das war so meine Zeit, wo ich mit EDM angefangen habe. Und darauf dann zu rappen, ist ein bisschen schwierig. Gerade wenn das sich noch nicht, wenn das sich nicht so flüssig anhört. Oder gar nicht flüssig anhört. Aber gut. Gehen wir mal weiter. Was ich meine, das ist schon so richtig. Yeah. Ich weiß nicht, wo ich muss mal jetzt gucken. 2012, 10 Jahre her. Ja, fast 10 Jahre her. Und Crow war so ein Monster da schon. Wahnsinn. Scheißegal, denn ich mach, was ich will. Ich mach, was ich will. Ich mach, was ich will. Scheißegal, denn ich mach, was ich will. Ey, mir ist egal, was erlaubt ist. Stehen an der Spitze, was für eine Aussicht. Aber da war Crow da schon groß? Also war das schon in dieser Halbzeit? Ich weiß das jetzt gerade gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber vom Sound her könnte das halt wirklich sein, weil der so stark schon performt. Unfassbar. Aber das ist auch die Sache, ich liebe die Sachen von Crow einfach. Seine Stimme, seine melodische Stimme. Oh. Ey, mir
ist egal, was erlaubt ist. Stehen an der Spitze, was für eine Aussicht. Ich bin der Typ, der mir gerne, wenn er drauf ist, rausschickt, flippt oder laut ist. Und alle Chicks sind unglaublich sick in ihrem Outfit, Blick in den Ausschnitt. Doch ich gebe keinen Fick und hab immer noch die Chick, die nicht wegen meinen Klicks mit mir down ist. Nee, und alle Kids schauen auf mich. Vorbild lieber nicht, denn der Junge baut Mist. Ob ich irgendwann erwachsen werde, glaub nicht. Scheiß drauf, wieso etwas ändern, wenn es dope ist. Alter, mies geiler Part. Boah. Aber auch geil, was man hier, was ich hier jetzt viel mehr gehört habe, einfach weil ich finde, das ist bei manchen Songs einfach so. Wenn du eine geile Stimme hast, kannst du auch mehr auf diese Melodie achten. Und also wenn die Stimme geil ist und Onbeat ist, dann achtest du nochmal ein bisschen oder kannst du ab und zu nochmal mehr drauf achten. Klar, wenn sie Offbeat ist, na, dann musst du dich halt entscheiden, gehst du jetzt nach Beat, gehst du jetzt nach, gehst du nach Stimme und eigentlich gehst du dann mehr nach Stimme. Aber wenn du, wenn das Onbeat ist, so wie jetzt, dann hörst du so, der, wie, wie die diesen Beat abgeändert haben, diese, diesen, diese Melodie abgeändert haben. Mies geil. Aber ich muss, ja, okay, komm ich nachher zu. Komm ich nachher zu. Aber auch so ein geiler Vibe, den er da mitbringt in der Hook. Mies. Alter. Krieg schon wieder so ein Lächeln im Gesicht, ne? Weil dieser Vibe so unfassbar geil ist. Gibt dir wieder so, so diesen, diesen Push, so wenn es Sommer wird zum Beispiel. Es wird gerade Sommer, es wird warm, du siehst, alle Menschen sind besser drauf, deine Kollegen auf Arbeit, in der Schule, ja okay, in der Schule vielleicht nicht so, aber so alle sind besser drauf und so die, diese, diese gute Zeit kommt langsam. So nach der Schule geh, kannst du rausgehen, ist Sonne, gehst mit, den, mit deinen Freunden an See, Pool, Fußball zocken oder was auch immer, so diese richtig geile Zeit, so. Geil, geil. Raus, wenn es Nacht ist, immer unterwegs und mache Lauf, wenn du Schwachsinn. Denn ich rauche und saufe viel Absinn und konnte dann am Morgen alles aus, wenn ich wach bin. Und Papa meint, bist du ein cleverer Bursche, lässt du all den ganzen Mist und machst mal besser die Schule. Und gehst nicht nur so nebenher in die Uni, ich sag, das ist die jetzige Jugend und kannst mal eben die Kurve, deshalb... Wird halt ein bisschen schnell, ne? Bis jetzt haben wir das sogar einigermaßen gut geklappt, hab ich das einigermaßen gut gemocht. Aber ich muss auch wirklich dazu sagen, die Stimme ist jetzt nicht, ist halt nicht meins. So, das ist halt die Sache. Und ich sing nur so nebenher in die Ohren. Ich sag, das ist die jetzige Jugend und kannst mal eben die Kurve. Deshalb sind wir laut, flippen immer wieder aus, machen hier und da ein drauf und suchen immer noch eine Frau. Und vielleicht fliege ich hiermit voll aufs Maul, doch ist auch egal, denn bisher läuft einer, das ist ziemlich doof, Digga. Das ist halt so die Sache, so, wie ich schon am Anfang gesagt habe. Man merkt halt so, er ist noch am Testen. Er ist noch in der Findungsphase, am Lernen. Wahrscheinlich von Crow sogar noch. So von wegen, ey, da musst du da ein bisschen langsamer werden, dies, das, jenes. Braucht da nichts zu sagen. Wahrscheinlich ist er heute ein verdammt guter Rapper. Weil ohne zu testen und ohne rauszuhauen und dann Kritik zu bekommen, kannst du nichts werden. Wenn du, wenn du jedes Mal für dich selber nur rappst und machst und machst und machst, klar wird das immer besser und geiler für dich persönlich. Aber du brauchst auch Feedback von anderen. Das wird er wahrscheinlich jetzt bekommen haben. Ich nenne ihn die ganze Zeit Danju, weil, ne? Versteht ihr ja wohl. Ich weiß nicht, ich mach, was ich will.
geil, dass man hier nochmal den Beat so am Ende nochmal so richtig hört. Weil der Beat ist geil. Das ist geil gemacht. Alter. Ja, was soll ich da großartig zu sagen? Ich meine, das meiste habe ich gesagt. Danju hat mir halt nicht so wirklich gefallen, weil man da so wirklich gemerkt hat. Erstens ist es nicht dieses melodische Rappen, was ich am meisten liebe, sondern einfach dieses normale Rappen. Dann ein bisschen zu schnell an manchen Stellen, manchmal ein bisschen zu langsam, irgendwie falscher On-Beat-Versuch, sage ich jetzt mal. Also, er hat ihn jetzt nicht kaputt gemacht, sondern es ist einfach geil zu sehen und das ist nämlich die Sache. Mit diesem Video einfach und zu wissen, wie lange das jetzt her ist, ist das einfach geil zu sehen, so, oder es passt einfach irgendwie, weil dieses Video, klar, zu der Zeit 2012 ist meine Jugend. Ist das meine Jugend? Ja, ist meine Jugend. Und ich finde das erstens geil, also ich finde es auf jeden Fall geil, dass die das Video genommen haben. Einfach so eine Autobahn mit so einer schönen, mit der Sonne. Gibt so geile Flashbacks für mich auch. So, wo man Auto fährt mit den Eltern und man ist in Musik, man hängt da mit der Musik, ob Radio oder selber Kopfhörer drin und versinkt einfach, guckt sich die Landschaft an. Weil das hat, deswegen passt auch unsere Jugend einfach so als Song, weil das hat das einfach das Video wiedergerufen und natürlich auch die Hook von Crow. Aber worauf ich hinaus wollte, war Danju, man hat halt so gemerkt, so, ja okay, er fängt gerade an. So sehe ich das. Wenn er da jetzt schon ein paar Jahre dabei ist, ist das auch nicht schlimm. So. Aber, wie gesagt, wahrscheinlich wird er heute verdammt gut sein. Und damals war das halt für ihn geil und wahrscheinlich auch ein guter, hat er auch gut Kritik für gekriegt. Kann ich mir vorstellen. Und zu Crow brauche ich nicht viel sagen. Monster, wie gesagt, ich weiß nicht, ob er da im Hype war oder nicht. Aber da schon groß war, ob er da schon größer wurde. Aber da ist schon unfassbar, da hast du das Potenzial einfach schon gesehen. Wenn es noch nicht so weit war, wenn es schon so weit war, dann ist es einfach Crow, so wie wir ihn kennen. Einfach monstermäßig. Und das mit so einem Beat zu vereinen, schwierig, wie ich ja schon mal am Anfang gesagt habe, aber hat Crow einfach gut gemacht. Und ja, hat Spaß gemacht anzuhören und hat auch ein bisschen gut getan für die Seele, muss ich halt wirklich sagen. Einfach so diesen Sound wieder zu hören. Klar, ich habe zur Zeit, es ist jetzt gerade Festivals, Tomorrowland war jetzt gerade. Da höre ich mir immer so diese Aftermovies an, schau mir diese Aftermovies an und höre mir das natürlich an. Und dann diesen Sound zu hören und darauf dann den Crow, ist schon mies geil. Ist schon mies geil, muss man sagen. Deswegen sage ich vielen Dank für den, der mir das vorgeschlagen hat. Hat richtig, richtig geil getan. Ist aber auch ein geiler Vibe, muss ich halt wirklich sagen. Und vielleicht muss ich nochmal auf einen Danju-Song reacten. Oder wieder reacten. Ich weiß gar nicht, ob ich schon auf irgendwas von ihm reacted habe. Um zu sehen, wie er heute ist. Oder danach auf jeden Fall. Wir werden sehen. Von Crow kriegt ihr sowieso immer. Oder ja, kriegt ihr so oder so Reactions über Reactions von mir. Dazu brauche ich nichts sagen. Also sehen wir uns bei der nächsten Reaction. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.